Einen wunderschönen guten Tag, herzlich willkommen zu einer Runde Inquisitor Prophecy. Ja, vielleicht habt ihr das gesehen, ich habe ja jetzt alle Klassen einmal euch quasi gezeigt. Beim letzten Mal der Psioniker ja nicht jetzt so wirklich gut erfolgreich, aber der ist auch wirklich, würde ich sagen, am schwersten zu spielen von allen Klassen. Er hier ist mit am leichtesten, finde ich. Also das ist ja auch als letztes quasi rausgekommen. Mit dem Update, also mit nicht Update, DLC, genau so nennt man das. Und ja, das ist natürlich schon geil mit den Konstrukten und alles. Und der kann schon gut rasieren. Also sowohl im Nahkampf als auch im Fernkampf kann Schaden kanalisieren auf seine Konstrukte. Dadurch wird er dann ein bisschen, also wirklich tanky ist er nicht, aber er wird ein bisschen widerstandsfähiger. Ist schon ganz geil. Sie hier macht einfach voll Bock, weil das ziemlich schnell alles geht und man wirklich schön viele verschiedene Möglichkeiten hat. Ja, wie gesagt, schon ziemlich schwer zu zocken, finde ich. Aber halt geiler Style. Und ja, den hier hatte ich ja nie wirklich gespielt, habe ich nur für das Video gemacht, wo ich euch den mal gezeigt habe, was der so kann und wie der sich so zockt. Das hat aber schon ziemlich Bock gemacht. Und ich hatte ja mal gesagt, dass, ihr seht das hier, nur 38 Minuten Spielzeit oder was. Oh geil, wie viel habe ich denn hier? 0 Stunden 25? Denke nicht. Das kann aber auch sein, dass das nicht richtig angezeigt wird, weil das ist ja hier Inquisitor Prophecy, der DLC, und das andere ist ja Inquisitor Martyr. Und Martyr habe ich einfach die ganze Zeit gezockt. Und Prophecy ist jetzt hier, ja, das ist das, wo der Mechanikus-Typ mitgekommen ist. Wobei, da müsste der eigentlich eine hohe Spielzeit haben. Weiß ich jetzt nicht. Scheißegal. Laber, laber. Lustig hier, ich hatte so einen kleinen Engel letzte Mal eingestellt. Kann man nämlich machen. Das ist natürlich wieder das, ich weiß nicht, ob das bei Diablo auch ist oder war. Also da gab es ja einmal diese Seasonal-Belohnung und es gibt so Sachen, die man sich halt kaufen und runterladen kann. Habe ich hier noch überhaupt nicht gemacht, die so kosmetisch dann sind. Habe ich noch gar nicht gemacht, aber diesen Engel da habe ich irgendwie in Cherubim aus irgendeinem Grund. Ich habe den mal angestellt und ja, der fliegt jetzt halt hier so mit rum und begleitet uns. Der macht nichts, das müsste rein ja, kosmetisch sein. Und in einer Mission hat man sogar einen dabei und der macht dann tatsächlich was. Ich weiß nicht, hackt der irgendwelche Terminals? Irgendwas macht der. Egal, laberababa. Ich hatte halt einfach Bock, nochmal hier diesen Crusader zu spielen. Und deswegen würde ich sagen, springen wir auch mal direkt rein. Hier habe ich jetzt, glaube ich, auch noch nicht so die Möglichkeiten, geile Missionen zu machen. Einfach, weil der im Level noch nicht so hoch ist und ich ja quasi gerade erst durchs Tutorial bin. Deswegen gucke ich mal. Ja, genau. Ah, okay. Genau das, was beim letzten Mal. Wir haben ja den Marine gerettet, der ist aber schwer verwundet und wir gucken jetzt quasi, dass wir so einen, ich glaube, Biologist oder sowas kriegen, der da irgendwie helfen kann. Deswegen sind wir hier hingereist und bla bla. Das ist doch. Okay, die will uns nicht helfen. Alter, hallo, Inquisition. Alle müssen machen, was ich sage. The Magos Biologus with the required skill set is unavailable. Ja, okay. Genau, der Typ, den ich nämlich haben will und der das alles kann, der ist nicht hier. Weil der irgendwo eingesetzt ist und die haben den Kontakt verloren, bla bla, Klassiker so. Und deswegen müssen wir jetzt da hingehen, alles kaputt hauen und den retten. So, das ist die Story quasi. Ja, würde ich sagen, ist doch kein Problem, können wir ja machen. Aber wieso ist der jetzt hier wieder rausgeworfen? Ich will doch diese Mission spielen. Ah, okay. Okay, das hier sind so Sachen, wo man quasi den Ruf dann hochmachen kann. Ja, das will ich aber alles gar nicht. Sondern ich will direkt zu dieser Mission hin. Wahrscheinlich ist das wieder irgendwo ganz woanders. Set up a Relay Station. Ich kann nicht weiter raus. Kampagnenmission, hier ist das, okay. Ja, alles klar. Vielleicht gehen wir doch dahin. Ich wollte euch jetzt ja hier nicht wirklich so die Story großartig zeigen und so, aber es ist halt, ich weiß nicht, ob ich das schon gesagt hatte, es ist halt so, dass man sich die. Ja, geil. Hier machen wir mal ein bisschen schwieriger. Machen wir mal so, weil ich glaube, der Crusader kann das. Es ist halt so, dass ich ja einfach den nochmal zocken wollte und deswegen habe ich auch durch die
Dialoge und Zeug mal ein bisschen geklickt. Die Story ist aber ziemlich geil. Also das macht schon Bock. Das ist schon richtig schön, dieses Grimdark-Gedönse 40k. Also wer da Bock drauf hat, der sollte da definitiv mal reingucken. Ja, laber. So, weil das Spiel hier, ich hatte das glaube ich ganz am Anfang schon mal gesagt, das ist vom Style schon sehr gut. Also das ist schon wirklich hier, ja, 40k wie es sein muss, würde ich mal meinen. Zieht euch die Typen hier mal rein. Ja, ich kann nicht vernünftig ranzoomen. Irgendwo doch, hier kann man auch reinzoomen. Ich finde sowas klasse. Okay, ja. Zeit zu rasieren, würde ich sagen. Genau, hier auch mal erstmal wieder gucken, wie alles war mit den Skills. Was war die 1? Achso, Blocken 2 ist das mit dem Hinknallen. Okay, weil das wollte ich doch machen. Reinspringen. Ja gut, das sind die Mörblinge. Reinspringen. Bäm, Schild auf dem Boden. Okay, damage-technisch muss ich aufpassen. Ich bin jetzt schon wieder suppressed. Und habe nur wenig HP. Sehr geil mit dem Schild, dass der quasi so ein Energiefeld darum noch hat und das dann alles blocken kann. Ja, aber ich muss auf jeden Fall aufpassen, würde ich sagen. Denn, wie ihr seht... Nee, ich glaube mit dem Schild, das ist geiler. Lassen wir mal erstmal so. Kann man hier nicht einfach so reinrennen. Liegt aber auch dran, die Empfehlung war quasi jetzt für Levelstufe 9. Ich bin Level 6. Weil ich ja da dieses Dings da auf extrem gestellt habe. Und, Inquisitor, ja. If you don't mind me asking, why are you so sure this Caius Thorn could help your investigation? He is a space marine, a legendary defender of the Imperium. It makes him the most important member of Klosterheim's retinue. Even if their relationship is as strained as it seems, it must have been found by the Lord Inquisitor. Kann die das überhaupt in Frage stellen? Also zum einen meine Entscheidung und zum anderen, hallo, eben, das ist ein Space Marine. Das ist hier geil. Space Marines sind nämlich hier nicht einfach so, ich meine, gut, die Chaos schon, da metzelt man schon einiges von weg. Aber das ist halt nicht so, ja, überall rennen irgendwelche Space Marines rum. Mal 40k finde ich, hat man ja manchmal den Eindruck, dass halt alles voller Space Marines ist. Jeder spielt die und weiß nicht. Dabei sind die aufs Imperium gesehen, also auf die Galaxis, so selten und es gibt so wenig davon, dass, ja, keine Ahnung, also so wie hier, dass mal ein Space Marine dabei ist oder so, oder halt so ein ganz kleiner Einsatztrupp, das ist halt normal eigentlich, ja. Also bis jetzt auf natürlich solche großen Konfliktzonen, wo irgendwie, ja, dann wirklich mal richtiges Gematsche ist oder so. Aber ich sag mal, dass, ja, keine Ahnung. Ja, also nehmt ihr jetzt hier so Armageddon-Dings, wo ja wirklich richtig Action war. Und den Black Templar-Einsatz da, das sind, glaube ich, ich weiß es nicht, keine 1000 Marines gewesen, die in diesem ganzen Krieg da mitgekämpft haben. Was ja, also alleine schon für einen Planeten ist das ja eine lächerlich kleine Zahl, so. Aber es sind halt Marines, weil einer zählt wie 100 und bla und die können alles und was weiß ich. Aber trotzdem, ne, das muss man sich immer mal vor Augen führen. Also das, was manche Leute immer... Das ist auch das, was mir so ein bisschen auf den Sack geht bei dem Battle Report. So. Ja, hier, ehrwürdiger Cybot. Alter, ein ehrwürdiger Cybot, der wird nicht einfach ständig eingesetzt. Das ist total selten, sowas mal überhaupt auf dem Schlachtfeld zu sehen oder so. Weil die halt nicht einfach aufgeweckt werden, nur weil irgendeiner meint, ja, hier, wir brauchen mal was für Nahkampf oder so. Und deswegen, es ging mir immer so ein bisschen auf den Sack. Fand ich dann natürlich schon besser mit Deathwatch, dass man halt wirklich sagt, okay, ich habe echt nur wenige Marines, die ich einsetze. Aber die Tendenz da war ja auch anders. Also da war es ja auch dann so gedacht, quasi, dass man sagt, ja, pass auf, ich spiele die eigentlich wie normale Space Marines. Die sind zwar alle ein bisschen teurer, klar, dann haben, oh shit, dann haben die alle ihre, ihre tollen Munitionsdinger und Upgrades. Aber eigentlich,
sind die auch nichts Besonderes. Und das ist sowas, wo ich mir immer gedacht habe, Alter, das kann doch nicht wahr sein. Ein Deathwatch-Einsatz ist irgendwie, keine Ahnung, der Typ hier irritiert mich. Ich denke die ganze Zeit, direkt einer ist an mir dran. So ein Deathwatch-Einsatz, da hast du halt irgendwie nur ein so ein Killteam mit 5-6 Leuten oder so. Und normalerweise ist es auch so, dass die aber dann, ja, keine Ahnung, alles rasieren und total wertvoll sind. Also ich hatte einen so einen Roman gelesen irgendwie, ich glaube, der heißt sogar einfach Deathwatch. Da ist die Story auch, also jetzt hier, Achtung, Spoiler-Alarm, ne? Da ist die Story so, dass irgendein Inquisitor einen anderen Inquisitor sucht oder so, keine Ahnung, auf irgendeinen Planeten muss, bla bla, alles ist schlimm. Und der Planet ist zwar imperiumstreu, meine ich. Die waren das, nicht, dass ich irgendwas durcheinander schmeiße. Ich meine, der wäre imperiumstreu oder der ist von den Tau, eins von beidem. Ich glaube, der ist von den Tau. Aber es sind sehr viele Leute, die imperiumstreu sind, noch da. Und keine Ahnung, vielleicht erzähle ich storytechnisch auch irgendeine Scheiße jetzt. Aber auf jeden Fall, worauf ich hinaus will, ist... hier ist Story, keine Ahnung. Worauf ich hinaus will, ist, dass der Inquisitor oder die Inquisitorin da ein Deathwatch-Team dabei hat. Und das sind dann auf dem ganzen Planeten, hat sie halt diese 4 Marines oder 5 Marines oder so. Und das war's dann. So, und so muss das halt sein. Ja? Boah, geil. Ein Dämon, der an diese Truhe hier gebunden ist. Another demon banished. Time to reap the reward. Stolen Relic, ja, immer her damit. Okay, in Form von ganz viel Stuff. Ja gut. Naja, und um dann mal wieder so auf das Spiel dann zurückzukommen, dann bin ich schön durch eine Falle gelaufen, aber ist mir völlig egal. Bam, ich bin ja hier der Crusader-Inquisitor, ich mache alle kaputt, also so ein kleines Bömmel sowieso. Ah, okay, er ist ein bisschen härter wieder. Einfach, ich glaube wegen diesem erhöhten Schwierigkeitsgrad, weil ich kann halt nicht einfach irgendwas machen. Und um dann mal wieder hier drauf zurückzukommen, hier passt es halt. Also man hat Imperiale häufig dabei, die irgendwie irgendwas sichern oder irgendwas machen. Ganz, ganz selten sieht man halt so einen Marine oder eben auch einen imperialen Ritter. Alter, jeder Spast spielt 100 Milliarden imperiale Ritter oder so oder zwei oder mehrere auf dem Schlachtfeld. Alter, die sind so selten und so, ihr müsst das immer aufs ganze Imperium sehen, ja? Das sind dann, keine Ahnung, hunderte, tausende Milliarden Menschen, die da irgendwie leben. Und unendlich viele Planeten und keine Ahnung. Und da kann es nicht sein, dass auf jedem verkackten Schlachtfeld so ein imperialer Ritter rumläuft. Es geht einfach nicht, klar. Aber naja, muss ja jeder machen, wie er meint. Schon wieder suppressed. Aber ich kämpfe hier auch gegen einen Apostel und diesen Dämon gleichzeitig. Wenn man suppressed ist, sollte man eigentlich irgendwo mal Deckung suchen und so. Ja, okay. Wenn man natürlich in so einem Zeug drin steht, dann nicht. Nochmal einen Oculator anmachen. Ja, Sprungmodul noch nicht wieder fertig. Also, Energie ist alle. Fokus. Echt HP-technisch habe ich ein Problem. Oh shit. Nee. Also mit dem Fokus habe ich ein Problem. You're in the archives, Inquisitor. Try to find a cogitator that can grant you access to the data vaults. Okay, also offensichtlich suche ich ja hier irgendwelche Informationen. This is the central cogitator of the station. If this Magos Biologus tried to send a... Genau, wir müssen jetzt quasi erst rausfinden, wo der Magos ist. Und dann gehen wir auf den Planeten und befreien den. So ist irgendwie die Story.
keine Ahnung, wir machen einfach direkt weiter. Weil ich will ein bisschen kloppen. Nicht so sehr jetzt hier Story. Also, ging aber vom Schwierigkeitsgrad auf jeden Fall klar. Musste zwar ein bisschen aufpassen, aber ging. Wenn ihr das letzte Video gesehen habt, das war ja eher wieder eine Lappenrunde von mir. Mit dem... Da ist Campaign Mission für 10. Okay, ist es noch, weil der Schwierigkeitsgrad so hoch steht, oder? Ne, das war ja eher eine Lappen-Performance mit dem Psionica. Und ich sag mal... Ah ja, okay, ist, weil das auf Extreme steht. Ne, dann machen wir erstmal was anderes. Dann machen wir das hier. Und lassen es aber auf Extreme. Ja, aber da hatte ich ja mega Probleme, selbst bei der leichteren Mission, also wo ich das auf grün, meine ich, hatte, also so, dass das irgendwie genau passend war für diesen Charakter, wo man ja denkt, der müsste ja einfach nur durchrasieren, habe ich ja an manchen Stellen auch gemacht, aber eben alles andere nicht richtig gecheckt. Deswegen, ist ja überhaupt kein Vergleich. Ne? Also das hier ist quasi so wie bei HeroQuest, das hier ist der Barbar, so, ne? Wenn der einfach da ziemlich garantiert haben willst, dass du da durchkommst und dass das auch alles funktioniert, dann nimmst du den Barbar und machst einfach alle kaputt. Und so ist quasi hier der Crusader. Wenn du dann ein bisschen was Anspruchsvolleres haben willst, lässt sich echt ganz gut damit vergleichen. Ich würde sagen, der Psionica könnte man sagen, ist der Zauberer, ja. Wie heißt er? Der Assassine ist der Alt. Weil der kann alles so ein bisschen. Ist auch eigentlich ganz geil und schnell und sneaky und hin und her. Aber nicht jetzt unbedingt so der fette Tank. Genau, das passt. So, und der ist dann der Zwerg. Wenn der Psionica der Magier ist. Der Crusader der Barbar. Dann ist der Tech-Typ, also der Mechanikus-Typ, der Zwerg. Ja, das passt. Geil. Also ihr seht, ich habe gerade logisch völlig schlüssig hergeleitet, warum dieses Spiel hier ein später Nachkommen von HeroQuest ist. Deswegen nicht nur alle, die 40k mögen, sondern auch alle, die irgendwie HeroQuest geil finden, sollten dieses Spiel mal spielen. So. Hört sich das sinnvoll an? Ja, ich denke schon. Diese Missionen immer sowas wie das hier, das muss man nicht machen. Das ist dann eher, um weiter hoch zu leveln, um Equipment zu sammeln und so, um eine Herausforderung zu bestehen. Ist aber immer mal ganz cool, also zum einen, weil man dadurch diese ganzen verschiedenen Sachen sieht. Also ich denke, die sieht man sowieso, wenn man die Kampagne einfach spielt. Also dass man, weiß ich nicht, hier einen Tyranidenplaneten sieht, also nicht einen Tyranidenplaneten, aber einen Planeten, der von denen halt infestet ist. Dann die verschiedenen Space Hulk-Typen, Imperiumstreue Planeten, sowas wie das hier auf den Plattformen. Also ich glaube, man sieht das eh alles. Eldar-Zeugs gibt auch was, wo man eher in Städten kämpft. Trotzdem sind solche Missionen immer mal ganz geil. Zum einen für einfach rasieren, das ist dann wieder so dieses Diablo-Prinzip, ne? Dass man einfach reingeht, alle kaputt haut. Irgendeinen Loot kriegt, der eigentlich sowieso völlig uninteressant ist, und dann sagt man, ah, geil, Junge, der geht ja voll ab. Stand da gerade Heavy Flamer? Hab das nicht gesehen? Mein Inventar ist ja total voll hier, Alter. Sentinel Armor. Ah, okay, da kann man so einen Turm mit hinstellen. Sieht ja geiler aus als unsere, aber da kann man nicht mehr mit springen, das ist natürlich zu geil. Vorher, kein Plan. Jo, tatsächlich, Alter, ein Heavy Flamer. Den rüste ich doch mal aus. Ist zwar nur kommen und wahrscheinlich voll das komische Lappenteil, aber ist voll der Flammenwerfer, Junge. Oh ja, geil. Da gucken wir mal, was der kann. Okay, das ist Rückzug dabei. Das ist so ähnlich wie beim Scharfschützengewehr. Mal gucken, was die Fähigkeiten sind. Okay, sowas wie eine Flammenwand. Okay, ich glaube aber am geilsten ist bald einfach hier Dauerfeuer. Einfach anders Ding und gib.
Ah, okay, und vor allem macht er offensichtlich einen sehr hohen Unterdrückungsschaden. Also, Damage okay, aber die Gegner sind ganz schnell zu pressed. Gucken wir mal bei dem Ogrin da, Fake Ogrin. Ja, die gehen ziemlich schnell, dass sie suppressed sind. Wenn sie nämlich suppressed sind, seht ihr ja hier, dann versucht er eher abzuhauen und sich wieder zu sammeln. Allerdings Reichweite halt scheiße. Ne? Oh shit, vom Charge will man nicht abkühlen. Okay, ja, also dieser Flamer geht auf jeden Fall klar. Sollte man vielleicht irgendeine bessere Version mal von haben. Also irgendwie... oh, warte mal, wir können ja mal mit dem Flamer da rein dann. Bam. Naja, geht so. Also ich finde Schwertschild trotzdem besser. Passt natürlich auch besser zu so einem Crusader. Wobei ich sage, wenn man eine vernünftige Version von dem Ding hat. Weil das ist ja jetzt irgendwie hier, weiß ich nicht, unterste Seltenheitsstufe und kommen und keine Zusatzsachen dabei oder so. Area Effect High Suppression Burning Dot. Okay. Naja. Ja, also der hier kann ja quasi nichts, aber trotzdem geht der schon gut ab. Und jetzt trotzdem mal wieder hier Schwert, Schild. Das Prinzip ist einfach so geil, mit dem reinjumpen, Schild auf den Boden hauen. Genau das. Ist doch so ein Schrein, so kann ich es nicht anfangen. Echt Schrein da. Genau, der macht doch bestimmt irgendwas Tolles. Na, okay, hier auch wieder. Also einfach irgendwas machen oder einfach so da rumrennen. Funktioniert halt nicht. Warum muss ich schon überlegen, wie man hier was rasiert? Warp-Gate. Okay, aber ich muss da dieses Warp-Gate da wegmachen, oder? We are still detecting signs of demonic presence. Go to the next rift. Ah, okay, und gerade auch mal gesehen, weil ich mache immer so One-Click-mäßig, also klicken, dann den nächsten klicken, weil ich denke, der haut dann in der Geschwindigkeit, stimmt aber gar nicht. So, wenn ich hier einfach gedrückt halte, dann rasiert er hier so durch. Zack, zack. Okay. Solange halt einer lebt, zack. Ah, okay, das ist nicht schlecht. Ich glaube, wir müssen mal da oben lang. Ja, nur HP-technisch sind die alle, also selbst er hier, der tendenziell eher der Tank ist, muss echt aufpassen mit Leben. Jo, das geht dann echt ganz gut, also wenn er eine Zeit lang hat. Also Warlocks hier sind scheiße für mich. Machen irgendwie, ich glaube, das ist auch nicht normaler Fernkampf-Damage, sondern irgendwie, weiß ich nicht. Okay, jetzt erstmal wieder sich sammeln hier. Ja, okay, ein paar Schläge, dann ist der weg. Also, Damage austeilen geht sogar mit dem, wenn man denn dran steht. Oh, ein Standartenträger des Nurgle. Hier ein Plague. Wie heißen die, was ist tot? Wie heißen die Typen, Plaguebearer? Also, solche, genau. Der macht hier ständig irgendwelche Nurgle wieder. Der gar nicht. Macht den kaputt. Zick, zack. Links, rechts. Ja. Repair!
nach. Mach kaputt. Bam. Enemy reinforcements are emerging into real space. Mann, wieso ich krieg den da hinten nicht. Richtig scheiße. So, hier, bam, dann frisst die Granate. We are still detecting signs of demonic presence. Go to the next rift. Oh, fast down. Jetzt wollte ich den Inoculator wieder einsetzen, aber auch noch CD. Ah, ich mag diese Warp-Spackos da. So, weg. So, mal gucken, wo das letzte ist. Da hinten. Das heißt, nicht hier weitergehen, sondern im Prinzip zurück und dann da unten lang. Okay, mache ich jetzt so einfach mal. Ja gut, ne? Also dadurch, dass ich das höher gestellt habe, ich mache weniger Schaden und erhalte mehr Schaden. Also mit dem, dass ich mehr Schaden erhalte, wusste ich aber, dass ich auch weniger austeile, ist natürlich scheiße, weil, ja, wenn es halt länger dauert, die Typen wegzumachen, die diesen erhöhten Schaden machen, dann ist das natürlich nicht ideal, würde ich mal meinen. Ja, ich gehe da unten lang. Zwei einsame Schergen einmal kaputt machen. Sieht schon geil aus, also wie weit das da runter geht und so. Genau, was ich vorhin ausprobieren wollte, ist, ob ich hier reinspringen kann einfach. Schade, kann ich nicht, wäre lustig. Weil man kann, ging ja vorhin, ich kann ja hier drüber springen, das funktioniert hier. So. Bam. Aber er kann halt nicht runterfallen. Schade eigentlich. So, Beacon. Okay, jetzt sehe ich das auch bei der Anzeige. Das ist immer das Gate und dann noch die drei Beacons dazu. Oh, geil, Supplies, weil schon alle hier, alle Granaten weg. Aber wenn man hier zu lange rumhampelt, kommen halt neue Dämonen daraus. Ja, logisch. Damage Output könnte noch ein bisschen höher sein. Beim Crusader ist jetzt nicht das Allergeilste, aber es funktioniert halt. Das ist schon okay. Our duty can be ungrateful sometimes, but today you saved thousands from damnation. And our last task, cover this up. Kind of depressing, isn't it? Hä? Geh da lang. Bin ich kaputt macht. Bam. Könnte einfach direkt auf Quit klicken, dann warpt er sich halt wieder weg. Ich will aber mal einmal gucken, weil manchmal stehen ja noch so Kisten oder sowas hier rum. Also, ich weiß nicht, ob die dann erst spawnen, wenn man das letzte Ding weg hat, weil ich hätte ja auch jetzt hier das Tor zuerst machen können und dann dahin eins von den anderen als letztes. Aber hier scheint jetzt mal nichts zu sein, weil manchmal ist das so, dass man echt so extra Loot quasi kriegt und dann so eine fette Kiste da rumsteht, aber hier ist es offenbar nicht der Fall. Na ja gut, dann halt nicht. Gehen wir wieder. Tschüss. So, wieder Level up. Super geil. Das mit den Perks ist ganz cool, also der kann nicht am Anfang alles, also wenn man irgendwie, ne, so wie bei Diablo, wie ich das gesagt hatte, so Builds spielen will und dann irgendwie, ja, du musst jetzt dies so setzen und am besten diese und jene Ausrüstung haben, mit dem und dem Set-Bonus, dann funktioniert das, dass der da einfach nur noch zack, zack, zack durch kann oder so, das geht hier bei dem Spiel auch. Aber das geht halt nicht hier, wenn man Level 8 ist, ne, also da muss er erstmal den Charakter hochspielen und dann, dann funzt das auch, weil der hat halt am Anfang,
Character. Der hat halt am Anfang natürlich noch alles nicht frei. Ne? Also ich könnte mal auch diese Sachen hier irgendwie verteilen. Okay, hätte ich einfach mal mehr Toughness gemacht, dann wäre der vielleicht auch noch tankiger, was er ja sein sollte eigentlich. Genau, die zwei da will ich zumindest haben. Was ist das hier? Virtue Focus und so. Okay, geil. Base Damage. Ja, machen wir mal Damage hier. So. Perks. Ja, je mehr Leute um mich rum sind, desto mehr Schaden mache ich. Oder anders, wenn viele Leute um mich rum sind, mache ich 60% extra Schaden. Geil. Also das passt dann zu dem Playstyle so. Und das ist das halt. Ne? Man kann dann gucken, okay, worauf gehe ich jetzt? Ich sollte den voll hier auf Melee Combat und vielleicht auch Area Effects machen, weiß ich nicht. Aber das sind dann halt so Sachen. Also wird mir jetzt nichts bringen, oder Defense hier, wird mir jetzt nichts bringen, wenn ich sage, ey geil, ich gehe jetzt hier voll auf Range Combat, aber ich lasse den mit Schild und Schwert oder Aimed Shots oder so. Das ist ja alles irgendwie Quatsch. Hier kann ich noch nicht rein, weil genau, ich muss erst noch so viel Leute im Nahkampf töten, dann kriege ich den überhaupt diesen Baum erst. Ja, und Radikal und Puritaner Pass, das kommt erst noch. Gut, ich würde sagen, wir haben aber nochmal einen kurzen Einblick gekriegt von dem Crusader. Also das ist schon geil, aber ich merke halt bei dem Spiel, man muss das irgendwie mehr spielen. Also wenn man das ernsthaft zocken will, dann kommt man da auch wieder so rein. Wenn man das nicht macht, das ist nicht so, finde ich, wirklich was für, ich guck mal eben rein und mach mal eine Runde, weil zum Beispiel hier Inventar komplett voll, dann hier, keine Ahnung, müsste ich jetzt eigentlich wieder gucken, okay, so hier Power Sword, geil. Artificia-mäßig, aber es ist ja jetzt auch schon, weiß ich nicht, paar Level alt oder so, ja, also müsste ich jetzt gucken, ob ich irgendwo jetzt was gedootet habe, was geiler ist. Greatsword nicht. Und das halt für alle Sachen, ja, also hier zum Beispiel diese Assault Armor ist ja voll scheiße, weil die common ist, also da, die kann ja gar nichts, ja. Hier, das Suppression Shield ist besser, es deflectet nämlich mehr, es macht mehr Damage, hat die gleichen Boni, da müsste man jetzt auf die Secondary Stats gucken, okay, plus 5 Quality, also, ne, das ist halt stärker als das, was ich ausgerüstet habe, ja, geil, also rüste ich das aus, so, und jetzt müsste man aber so halt alles durchgehen, hier, einfach mal einen geileren Inoculator nehmen und den dann anpassen oder so, ja, zack, so, und dann werden die Missionen natürlich auch wieder leichter, also, wenn man da alles irgendwie, vernünftig angepasst hat, dann ist es auch immer easy, den Schwierigkeitsgrad relativ hoch zu stellen, dadurch schneller EP zu kriegen und so weiter. Also voll Diablo-Style halt. Aber wenn man das nicht macht, also sich da nicht so voll mit beschäftigt, dann geht das nämlich ganz schnell so aus Bequemlichkeitsgründen, ach komm, ich mache einfach noch eine Mission und ich mache irgendwie, ich habe auch keinen Bock aufs Inventar zu gucken, dann verkauft man vielleicht wieder irgendwas, was man aber hätte gebrauchen können und so. Und das dann immer das so, das funktioniert halt nicht so ganz. Und ja, weil ich im Moment halt nicht so Bock habe, jetzt dieses Spiel hier voll zu zocken, um mich da wieder so voll reinzulegen, macht das dann halt jetzt, ehrlich gesagt, dann nicht so Bock. Also, wenn man das richtig zockt, dann ist das ein echt geiles, immersives Spielerlebnis, weil es halt 40k pur ist, ja, also diese Grimdark-Scheiße pur. Richtig geil gemacht, geile Modelle, geile Grafik und so weiter, geht auch gut ab. Aber das ist halt nicht was wie, keine Ahnung, Space Marine, wo man einfach mal reingeht, eine Runde zockt, wieder rausgeht und dann ist auch gut gewesen oder so. Sondern das ist schon was, da muss man halt so ein bisschen sich mit beschäftigen. Es geht echt eher in so eine Diablo, Warcraft, irgendwas Richtung. Naja gut, egal. Genug gelabert für heute. Das war nochmal der Crusader und das war's, denke ich, erstmal mit Inquisitor Prophecy. Keine Ahnung, ob ich das irgendwann nochmal mache oder was zeige, aber im Moment erstmal nicht. Deswegen danke fürs Zuschauen. Bis demnächst in einem anderen Video. Tschüss.